Heute im Retro-Club checken wir aus, ob PlayStation 2-Spiele noch gut in HD ausschauen können. Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Retro-Club auf Rocket Beans TV. Ich darf wieder euer Grégoire sein. Gepflegte Stunde Retro-Gaming-Unterhaltung darf man ja einmal die Woche mindestens haben, finde ich. Würde ich sogar empfehlen, auch dem Bundesgesundheitsminister. Leute, erstmal danke, dass ihr den letzten Future Club so gut angenommen habt. Mit mir und vielen anderen, unter anderem Jean-Luc Picatios war auch mit dabei. Hat sehr viel Spaß gemacht, war auch ein entsprechender Aufwand, aber alle halbe Jahre kann man das mal machen. Ansonsten in eigener Sache, wie immer, denkt an das Retro-Club-Merch. Das gibt's ja auch seit einiger Zeit, dass ihr euch gerne genehmigen könnt. Da seht ihr auch den entsprechenden Link, wo ihr es bei uns im Merch-Shop findet. Und hier ist auch noch unten eines der beiden ABC der Videospiele. Die Retro-Club-Bücher sind ja auch noch weiterhin erhältlich. Da auch großen Dank für euren Zuspruch und großen Dank für euren zukünftigen Zuspruch. Also, Thema des Tages. Wer die Folgen von vor ein paar Wochen, Monaten kann man schon sagen, gesehen hat hier im Retro-Club, da habe ich in einer Folge ja mal mit den PC-Games von vor so 20, 25 Jahren beschäftigt. Also so Titel, als es angefangen wurde, bei PC-Games auch mit beschleunigten 3D-Karten zu arbeiten, wo ein richtig großer Grafiksprung gewesen ist im Heimbereich. Also, dass man aufwendige Polygonmodelle hatte und nicht mehr Pixelgrafik, die irgendwie so zusammengeklebt wird und in 3D gedreht wird. Aber natürlich, die waren vergleichsweise mit heutigen Polygonmodellen oder wie Grafik gebaut ist, ein bisschen simpler. Aber es hat Spaß gemacht, diese alten Games mal in ihrer, nennen wir es, kantigen Schönheit aufzublähen, in HD mal sich anzugucken. Das hat so ein ganz eigenes Feeling geäußert. Und da habe ich mich gefragt, das können wir doch bestimmt auch mit anderen Systemen machen. Und ich habe mich über meine Weihnachtspause sehr extensiv mit der PlayStation 2 beschäftigt. Und das werden wir in den nächsten Wochen hier auch machen. Ein bisschen mehr PlayStation 2 Content. Ich habe ja auch schon häufiger mal gezeigt, dass ich in der Vergangenheit auch gerne mich mal in verschiedenen Softwares ausprobiere. Habe meine Sammlung schon vor Ewigkeiten Modul und CD und DVD technisch ausgelesen. Um zum Beispiel beim Dreamcast hatten wir das mit dem ReDream Emulator, wo wir die Games in 4K haben laufen lassen. Wir haben mal Super Nintendo ausprobiert in 16:9 plus mit HD gerenderten Mode 7 Effekten. Und heute werden wir das mal ein bisschen mit der PlayStation 2 machen. Lassen wir mal die erste Matz kurz laufen. Denn vor vielen, vielen Jahren hatte Sony mal einen Service angeboten für die PlayStation 4. Etliche PS2-Games wurden da zum Download angeboten. Allerdings nicht in ihrer Standardversion, so wie wir es gegebenenfalls noch auf der PS3 damals gehabt haben, wo es ja auch PS2-Downloads gegeben hat, sondern die wurden auf HD bis 1080p intern hochskaliert. Als ob man ein PC-Spiel nehmen würde und die ursprüngliche PS2-Auflösung, die meist ja im SD-Bereich dann gewesen ist, ich muss mal gucken, wie viel das oft genau war, irgendwie dann 576 mal schieß mich tot und so weiter, das auf 1080p hochgesetzt. Allerdings, ab und zu mal kam das mit einigen Problemchen daher. In den meisten Fällen wurde auch nicht viel mehr gemacht, als ob man da, was weiß ich, einen 16:9 Modus reintut, wenn keiner vorhanden gewesen ist. Und was ich schade fand, so cool es war, diese Games da zu sehen, in zweierlei Punkten, die hätten durchaus noch mal ein klein bisschen mehr Liebe vertragen können, weil man kann ja bei solchen Neuauflagen Remaster in simpelster Fassung noch ein bisschen mehr damit anstellen. Allerdings, Sony hat auch sehr früh dann damit aufgehört. Da waren noch ein paar etliche Titel aufgetaucht, da seht ihr was aus den frühen Chargen hier, die ich auch alle auf meiner PlayStation 4 oder mittlerweile PlayStation 5 dann drauf habe, neben den PS2-Spielen noch im Regal. Ja, da hätten sie gerne ein bisschen mehr machen können und vor allem auch mehr Spiele rausbringen können. Es gab so eine Zeit lang auch Ankündigungen. Ich warte heute noch auf Legaia 2 Dual Saga, eins meiner Lieblingsgames von der PS2. Wurde angekündigt, so von wegen, oh, das kommt eventuell, bald, kam nicht eventuell, sondern es kam leider gar nicht. Deshalb, selbst ist der Mann die Frau und wir machen es uns selber in HD sozusagen. Und wir gehen kurz aufs Ingame da einmal drauf. Eine Software, die ich schon seit längerer Zeit benutze, ist PCSX2. Wer sich mit Emulation von Computer- und Videospielsystemen auseinandergesetzt hat, das ist so quasi der gängige PlayStation 2-Emulator seit vielen, vielen Jahren. Der hatte noch vor längerer Zeit, fand ich, das war so ein bisschen Hit and Miss, wie die Spiele da funktionieren und ob sie dann einigermaßen vernünftig laufen. In den letzten Jahren gab es tatsächlich so einige Fortschritte, gerade was das Rendering und Upscaling und Texturen ersetzen und so weiter geht. Und was wir jetzt heute machen werden, ich habe hier
ein paar meiner Games, die ich dann eben vor einiger Zeit dann in digitale Dateien umgewandelt habe, mit dem Kompressor klein gemacht habe, damit die entsprechend dann auch auf der Festplatte nicht zu viel Platz wegnehmen, dass ich so, wenn ich mal PS2 zocken möchte, mir die Spiele hier einfach direkt auswählen kann und dann starten kann. Das Einrichten selber, da gibt es ziemlich viele Tutorials im Internet. Ich habe das vor Ewigkeiten mal gemacht, das hat sich bestimmt mittlerweile vereinfacht und dann alles schneller und automatisiert, denke ich mal, wenn man das heutzutage machen möchte. In den meisten Fällen PS2-Games. Ich habe hier noch mal ein paar mir rausgesucht, wenn ihr euch die hier dann anschaut. Da gab es zweierlei Varianten davon. Wenn wir hier zum Beispiel uns Silent Hill mal angucken, ist es eine ganz normale DVD, wie wir sie von vielen anderen Systemen und den Filmen her kennen. Das erkennt ihr an der silbernen Oberfläche. Was ich jetzt hier nicht im Studio habe, ist, es gab entweder die DVDs oder es gab auch Spiele auf CD-ROM noch, die dann nicht so viel Speicherplatz gebraucht haben. Die hatten aber dann hinten eine dunkel-lila Beschichtung. Wahrscheinlich, um dann nah dran zu sein an den eher ganz dunkel-schwarz-blauen PlayStation 1 CDs. Das macht keinen großen Unterschied für das Auslesen. Ihr braucht ein ganz normales PC, CD-ROM, DVD-ROM-Laufwerk und dann könnt ihr die Images daraus erstellen mit eurer Software. Was noch dazu hinkommt, wenn ihr PC SX2 benutzen wollt, ihr braucht ein originales PlayStation 2 BIOS, also das interne Betriebssystem, das ihr selber beisteuern müsst. Das habe ich vor Ewigkeiten mit meiner gemoddeten PS2 damals ausgelesen und in Dateiform dann auf den PC übertragen. Da gibt es, wie gesagt, mittlerweile wahrscheinlich wesentlich einfachere Versionen. Und ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch ohne gemoddete PS2s geht, damit man sein BIOS da rausbekommen kann. Checkt das gerne mal aus. Aber wenn die Voraussetzungen geschaffen sind und ihr dann einen entsprechend halbwegs vernünftigen PC habt, ich benutze jetzt einen Mini-PC, der nicht ultramotorisiert ist, aber für 1080p Darstellung von PS2-Spielen reicht, dann könnt ihr relativ easy dann das auch selber nachstellen. Lasst uns dann nicht zu viel in Technik-Geschwabbel dann uns ergießen, sondern wir gehen mal in die Spiele gleich rein und gucken uns das erste Bild an. Das erste Spiel, was ich euch zeigen möchte, ist Extermination. Haben vielleicht einige auf dem Sender hier schon ein bisschen gesehen. Das haben Simon, Sia und ich im Rahmen eines Spuktakels mal ausprobiert. Ist ein altes Survival-Horror-Game, was von, ich glaube, die hießen Deep Space als Entwicklerteam, das nicht allzu lange Bestand hatte. Da waren etliche Leute dabei, die unter anderem vorher, das müsste Whoopi Cushion oder Whoopi Camp, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber da waren so ein paar Leute beteiligt, die an den Tombi-Spielen dran gesessen haben. Und ja, das Ding ist quasi so eine Kreuzung zwischen Resident Evil und das Ding aus einer anderen Welt. Und hat ja, Survival-Horror nochmal mit Mutationen und anderen Sachen verbunden. Gehen wir aufs Ingame drauf. Was ich hier mit PC SX2 gemacht habe, wie wir diese Spiele jetzt erleben werden, du kannst verschiedene Renderer einstellen, also ob du die Grafik von der PS2 in Originalauflösung haben möchtest, ob du sie mit originalen Aspect Ratios haben möchtest. Viele der Spiele hatten beispielsweise von Haus aus jetzt keinen 16:9 Modus. Oh, falsche Memory Card. Müssen wir die andere mal nehmen. Hatten von Haus aus keinen 16:9 Modus, aber PC SX2 bietet für eine Vielzahl dann auch, und ihr seht, ich habe es durchgespielt über die Weihnachtstage in knapp 6 Stunden, hat ordentlich gedauert, aber hat tatsächlich auch Spaß gemacht, obwohl es ein bisschen nervig war, aber zu dem Spiel werde ich anderweitig noch mal ein bisschen mehr inhaltlich sagen. Hier, also Spiele wie Extermination, die sind mit einer normalen SD-Auflösung gelaufen, die hatten keinen 16:9 Modus. PC SX2 hat in vielen Fällen schon Widescreen-Patches dann mit dabei, was hier zum Beispiel es ist, dieses Spiel wurde durch PC SX2 in Widescreen jetzt gerendert. Also ich kann es auch normal im 4:3 ausgeben, wenn ich die Standardansicht brauche. Und ich habe jetzt von den Optionen hier, nicht wundern, wenn ich das Menü jetzt hier einmal gleich raushole. Das könnt ihr nämlich pro Spiel dann selber einstellen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist es im internen Rendering, das Hochdrehen auf dreifache native Auflösung, also ungefähr in Richtung 1080p, dass es intern in der Auflösung gerendert wird, also als ob ihr ein PC-Spiel auf 1920x1080 setzt. Und ich habe noch etliche Patches, wie den Widescreen-Patch gemacht, den etliche No-Interlacing-Patches, auch relativ wichtig. Die viele PS2-Spiele waren gedacht zur Ausgabe auf Röhrenfernsehern, die ja noch ganz anders vom Bildaufbau waren. Und Interlacing, das sind so dann, ach, jetzt will ich nicht wieder so stark in Fernsehtechnik dann da reingreifen, wenn ihr merkt, dass das Bild komische Streifenbildung hat auf modernen Systemen oder wenn ihr mal eine PS2 mit
machen wir den Mauszeiger weg, dann sieht es auch entsprechend besser aus. Wenn ihr mal gemerkt habt, dass so ein Bild bei Bewegung ausfranst und Streifenlinien hat, das sind so Artefakte oder Altlasten von der alten Bilddarstellungsart, wo das eben nicht progressiv in Vollbildern gerendert wurde früher, die Bilder. Und das gilt auch nicht allgemein für alle Spiele, die hier in PCSX2 vorhanden sind, aber wenn sie in Interlaced ausgegeben wurden, manchmal gibt es auch so Interlacing-Patches, sodass die Darstellung der Games, jetzt stelle ich mich überhaupt nicht gut an, weil ich habe es zur Weihnachtszeit durchgespielt, aber ich merke schon wieder, dass ich die Steuerung größtenteils vergessen habe. Ich will hier kurz ein bisschen rumlaufen. Das ist schon Richtung Endgame, merkt ihr vielleicht, wo schon die ganz großen Gegner jetzt hier herumlaufen. Gucken, ob ich hier irgendwo kurz in Sicherheit sein kann. Was bei Extermination ganz gut funktioniert hat, war A, das Spiel dann so hoch zu skalieren, dass es intern eben wie ein PC-Spiel von der damaligen Zeit ausschaut, jetzt ohne irgendwelchen Texturenverbesserungen und andere Shade-Booster und anderen Krams, den man einschalten kann. Manchmal gibt es auch, ich suche mir mal kurz eine Stelle, wo ich den mal irgendwo wegballern kann. Ich glaube, hier ging es ganz gut. Oder, nein, jetzt hat mich der, oh Gott, hast du mich erwischt? Wie kriege ich dich runter? Habe ich jetzt längst vergessen. Nee, beiß mich nicht. Ich hau doch zu. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich geknuspert. Ich habe ganz vergessen, wie man den Gegner hier weghaut. Ich drücke alle Tasten. Na gut, während ihr seht, wie ich geknuspert werde, können wir gleich den Spielstand nochmal laden. Bin ich schon tot oder werde ich... Doch, ich glaube, er hat mich gefetzt, ne? Ja, gleich den Game Over. Übrigens immer wieder dann neu laden, sobald man den Game Over hat. Also um mal drauf zu bleiben, durch die Patches hier konnte ich das so einrichten, dass es wie ein hochskaliertes PC-Spiel ausschaut, dass es stabil mit 60 FPS läuft. Das Original ist auch mit 60 FPS gelaufen, aber dass es eben nicht die Interlacing-Artefakte hat oder... Gehe dann wieder auf die falsche Memory Card, habe alles natürlich hier gespeichert. Ich nehme nicht die späteren Spielstände, weil die noch weiter Endgame sind und die Gegner und Bosse mich dann noch mal ein bisschen mehr weiter weghauen. Ich war erstaunt darüber, wie mittlerweile fortgeschritten eben sowas wie PCSX2 ist, dass das sich anfühlt, als ob es wirklich ein natives Spiel wäre. Wenn wir mal so hier näher rangehen, was bei diesem Spiel so hier ist, kann man es noch mal sehen, ich habe hier keine Texturverbesserungen oder Texturenpacks, was manche Leute auch geschaffen haben. Das ist also der ganz native Look, wie es auf der PlayStation 2 gewesen ist, aber in hoher Auflösung gerendert. Ich benutze, ich gehe noch mal kurz ins Menü, im ersten Spiel sind wir ein klein bisschen technischer, bei dem anderen werden wir ein bisschen mehr die Spiele uns dann selber angucken. Warte mal, wir gehen mal kurz hier hin. Also, was soll ich noch mal zeigen hier beim Rendering? Genau, ihr könnt verschiedene Renderer auswählen, also in der Art, wie dann die 3D-Grafik berechnet wird. Je nachdem, was eure 3D- oder eure Grafikkarte kann. Ich habe hier, weil das so ein Mini-PC ist, keine Nvidia- oder AMD-Karte drin, sondern da ist ein Intel Iris Xe Graphics-Chip, der eigentlich für Laptops gedacht ist. Das ist so ein kleiner Mini-PC, aber das ist stark genug, um die Spiele in Direct 3D 12 zum Beispiel, was ich hier benutze, in 1080p zu rendern. Ich könnte intern auch bis zu 5K, achtfach Native oder so hochgehen. Ich glaube aber dann, oh, ich probiere es mal aus. Aber ich habe das Gefühl, dass, ja, wenn wir mal gucken, hält der 8K auch aus? Ah doch, es geht. Bei dem Spiel geht es tatsächlich, dass ich mit 8K, also jetzt wird intern in 8K, in achtfacher Auflösung in 5K gerendert, aber ausgegeben in 1080p, also dürften wir so gut wie keine Kantenbildung haben. Könnt ihr gerne ausloten, was wie wo am besten funktioniert. Was empfehlenswert wäre, mittlerweile viele sind auf den sogenannten Vulkan Renderer umgestiegen, der qualitativ als auch performance-technisch sehr gut mit modernen Grafikkarten zusammenarbeitet. Ich habe es gemerkt für den Grafikchip, den ich hier drin habe. Vulkan macht da ein bisschen Schwierigkeiten, weil es eben eine Intel-Lösung hier ist. Deshalb fahre ich mit Direct 3D ganz gut. Ich habe mich hier einen Shortcut auf das Gamepad gelegt. Einerseits kann ich auch Quicksave und Quickload machen. Ich habe die Möglichkeit, ihr seht es vielleicht da oben, ich kann auch vorspulen für Cutscenes und Ladezeiten. Das ist auch relativ praktisch. Ich habe allerdings auch einen Button-Shortcut, hat, um auf die Originalauflösung umzuschalten. Und ich gehe mal hier kurz rum und jetzt bin ich auf native PS2-Auflösung gegangen. Das bedeutet, jetzt sehen wir das Spiel so in der originalen PS2-Auflösung, wie es gerendert wirkt. Wirkt natürlich noch mal umso heftiger, als wenn man das früher auf einem Röhrenfernseher ausgegeben hat. Man sieht den Unterschied doch enorm, wie dann 1080p gegenüber 576, 720 mal 576, irgendwie sowas, ne?
wie das ausgesehen hat. Allerdings, da wir es ja auf dem HD-Fernseher mit dem Flat-Panel darstellen und nicht auf dem Röhrenfernseher, wirkt es umso heftiger. Und man kann den Unterschied dann umso mehr sehen. Und ich finde, gerade wenn man so auf modernen Systemen zockt, ist es durchaus sinnvoll, wenn man jetzt nicht einen geilen Upscaler für die PS2 hat oder eben nicht dann mit seiner Sammlung hantieren muss. Finde ich es persönlich sehr praktisch, dann solche Sachen so zu erleben. Ich probiere es noch einmal, weil wir wollen jetzt zumindest Extermination ein bisschen gerecht werden, bevor wir weitergehen. Und ja, das habe ich über meine Weihnachtspause sozusagen gemacht. Hat mich sehr damit beschäftigt, einerseits zu gucken, welche Spiele laufen vernünftig und zu testen, hey, kann ich das in Widescreen mal ausprobieren? Funktioniert dieses Spiel überhaupt noch gut? Bei Extermination muss ich so ein bisschen über den Gameplay-Hubbel hinwegkommen, weil das Ding doch, oh, warte mal, jetzt sehen wir schon, Slowdown hier. Ich glaube, das sind die 5K, die wir drin haben, ne? Ja, okay, da kommt die Grafikkarte oder der Grafikchip nicht so ganz gut damit zurecht. Wobei, stabil genug, aber 1080p reichen mir in dem Fall. Und ich habe manche Games länger gezockt, manche sogar durchgezockt. Nicht alles läuft perfekt mit PCSX2. Also nicht alles könnt ihr einfach mit 3 Knopf drücken dann und einer halben Einstellung dann auf so aussehen lassen, als ob es dann dafür gedacht wäre. Es ergibt aber durchaus Sinn, weil viele Leute auch nochmal ausprobiert haben, hey, gibt es vielleicht ein Sondersetting, weil dieses eine Spiel speziell mit irgendetwas umgegangen ist. Oh, der hatte mich erwischt, ne? Weg mit dir, weg mit dir. Gehen wir mal hier lang. Mal gucken, ob ich mich vor denen verstecken kann. Aber ich habe in vielen Fällen dann doch eine adäquate Lösung gefunden. Nicht alle haben auch Widescreen oder Interlacing-Patches. Manche verlangen sogar, da hatte ich es, wenn ich einen 3D-Renderer benutzen will, okay, das ist kein guter Raum. Ich guck mal doch mal, ob ich einen wegschießen kann, weil hier noch nichts ist im Moment. Endgame-Content spielen ist auch hier ein bisschen schwierig. Aber es hat Fun gemacht, das auszuloten. Und manche Spiele wie das hier habe ich tatsächlich entweder durchgespielt oder das nächste, was wir uns angucken werden, auch längere Zeit gezockt. Extermination selber kann ich grundsätzlich empfehlen, wobei es schon... Oh, nicht schon wieder der hier. Ich weiß, dass ich hier hoch konnte. So, wo kann ich denn hochspringen? Da, das wollte ich machen. Warum hat das vorhin nicht geklappt? So, ich mache das hier mal weg. Und guck mal, ob ich den hier... Ich muss nämlich deren Cores treffen, die da unten sind. Dann habe ich diese Gegner hier erledigt. Zum Glück habe ich noch genug Muni hier dabei. Normalerweise ist die relativ limitiert. Und ey, ich muss hier auch... Ich muss zielen und dann kann ich den das Laser-Sight nur mit dem linken Analogstick bewegen. So Altlasten von früher. Von PS2-Games. So, jetzt habe ich den aber erwischt. Guck mal, jetzt ist er zu Käseblut zermürcht. Genug von Extermination. Weil ansonsten... werden mich die Gegner dann noch weiter weghauen, wie es ist. Ja, es hat Spaß gemacht und Sinn ergeben, da durchaus mal herumzuprobieren und einfach noch mal wieder die gute alte PS2-Zeit aufleben zu lassen. Gehen wir mal aufs nächste Bild drauf. Ein Spiel, was ich auch sehr extensiv gezockt habe, da habe ich damals sogar den Game-One-Test dazu gemacht, nämlich Burnout Dominator, der ein bisschen vergessene Teil der Burnout-Serie, die Rennspielserie von Criterion, die ja bei EA seit längerer Zeit sind, auch sehr viel in Sachen Need for Speed gemacht haben. Allerdings, Burnout war immer so meine präferierte Lieblingsserie. Und das Coole an Burnout war, das ist so eine meiner liebsten Arcade-Racing-Serien. Und Burnout 3 ist auch einer meiner absoluten Lieblingstitel. Aber Dominator ist nicht so weit da hinten als Spin-off, muss ich ganz persönlich sagen. Wir gehen mal aufs Ingame hier drauf. Ich habe hier gerade einen Spielstand, da sind wir schon ein bisschen weiter drin. Ich muss kurz schauen, weil das Ding hat lizenzierte Musik. Ich meine, dass ich die schon ausgemacht habe. Aber wie gesehen, ich habe hier schon 25% vom Game nochmal durchgespielt hier. Ich check mal kurz, weil das Ding hat lizenzierte Musik, inklusive 4 oder 5 verschiedenen Versionen von Girlfriend von Avril Lavigne in verschiedenen Sprachen. War vielleicht günstig zum Einkaufen. Die müsste ich mal ausmachen, bevor das Video komplett geclaimed wird. Okay, EA-Tracks, wollen wir gehen mal zurück. Ich glaube, ich habe den Sound runtergedreht. Also nicht wundern, dass da Musik weniger zu hören ist. Aber wir wollen das Video... Ja, genau, ich habe die Musikvolumen runtergemacht. Die haben natürlich damals noch gar nicht gedacht an irgendwelche Streaming- oder Streamer-Modes und andere Geschichten. Deshalb wollen wir auf Nummer sicher gehen. Was ich bei diesem Spiel eingeschaltet habe, also hier sind auch diese ganzen Upscalings hier mit drin. Allerdings, ihr seht, das Game benutzt beispielsweise Videos als Hintergrund für die Menüs. Da kannst du nicht einfach irgendwie schauen, ist da mehr gerendert und kann ich richtiges 16:9 draus machen, sondern, ah, Moment, da merke ich auch, ich habe es tatsächlich noch auf 5K stehen. Das muss ich mal ein bisschen runter machen, weil diese 5K gehen mir doch auf den Sachs. Auf den Sachs, ja. Setting, Graphics, so, 1080p reicht, weil ich will es ja auch flüssig haben.
So, schaut schon besser aus, dass die Menüs auch, ja, die Menüs bewegen sich schneller. Dazu reicht einfach der Grafikchip da drin nicht. Road Rage habe ich ausgewählt, okay, das soll es sein. Also, was man einstellen kann, man kann natürlich dann auch alles auf 16:9 stretchen, wenn es einen vernünftigen 16:9 Modus gibt oder die Patches vernünftig funktionieren. Allerdings kannst du auch auswählen, dass zum Beispiel Videosequenzen im Hintergrund dann nicht breitgezogen werden, weil die werden ja wirklich dann breitgezogen und nicht nochmal neu gerendert. Und kann man sich aussuchen. Ich habe jetzt für das Spiel das so drin gelassen, dass Videosequenzen-Content, also Movies, in 4:3 bleiben. Deshalb habt ihr diesen Wechsel gesehen. Das kann man aber alles nach der eigenen Fasson einstellen. Bei Burnout Dominator habe ich wieder gemerkt, hey, das Ding schaut A, echt gut aus, wenn man es nochmal in voller Pulle hoch skaliert. Also ich habe hier echt viel Zeit verbracht, ordentlich durch die Gegend zu heizen. Jetzt muss ich erstmal gucken, bei dem Ganzen erklären, dass ich nicht zu schlecht hier spiele, weil ich habe manchmal bei dieser Strecke mich gut geschlagen, mal weniger gut. Hier geht es darum, ja, jetzt fängt schon gut an. Wall Takedown, geil, geil, geil. Also, es gibt verschiedene Modi, das ist ein Arcade-Racer und der sogenannte Road-Rage-Modus ist dazu gedacht, dass man sich mit anderen Autos duelliert und die man in die Bande krachen muss. Und ich finde gerade das Takedown-Feature, geil, 3 in a row, ey, ich freue mich so. Ah, jetzt hat er mich gecrashed, warte mal, den kann ich aber mitnehmen. Explosive Payback, ich kann mich nämlich auch explodieren lassen. Also Road Rage Mode hier, da alles auf Arcade eingestellt ist, hohe Geschwindigkeit, geht darum, Gegner in die Bande zu drücken und anderweitig. Oh! Er hat mich getakedown, den habe ich ihn selbst jetzt weggemacht. Also es geht darum, sich so zu duellieren und nach Möglichkeit die Gegner zu Crashes zu zwingen, während man selbst gefährliche Sachen im Straßenverkehr anstellt. Die Strecke hier ist Linksverkehr, deshalb ist der Gegenverkehr auf der Seite. So. Yes, 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 Wall Takedown. Und, ah, okay. Und wenn man einmal so ins Gefühl reingekommen ist und einen Takedown nach dem anderen anstellt, holy fuck, okay, komm mal her. Das Geschwindigkeitsgefühl, finde ich, ist absolut fantastisch. Und ich finde es echt schade, dass wir echt kein vernünftiges Burnout seitdem mehr gesehen haben. Okay, jetzt hat er, ich hätte mich nicht explodieren lassen sollen. Shit. Das Geschwindigkeitsgefühl kommt noch super rüber und das ist auch echt ein Spiel, was A von 16:9 und der höheren Auflösung nochmal profitiert. Weil Geschwindigkeitsgefühl ist top, wenn wir die Musik auch noch drin haben, die ist eben dann wirklich so Anfang, Mitte 2000er, ja, Charts, Rock, Alternative-Kram, so ein bisschen in der Form, plus 4-5 Versionen von Girlfriends noch mit dabei. Und ich habe gemerkt, wie enorm Fun mir das hier wieder macht. Gerade habe ich mich nicht so mega geil eingestellt, weil mein Auto ist jetzt schon in Critical. Das bedeutet, beim nächsten Crash, den ich erleiden muss, ist es Essig damit. Und ich kriege nicht so eine hohe Wertung. Aber im besten Fall, okay, Traffic Takedown. Ich habe den einen Gegner hier reingezimmert in ein anderes Auto. Kommt man richtig in eine schöne Trance rein. Es gibt auch normale Rennen, die abgehalten werden können und andere Geschichten, aber ich mag so den Road Rage-Modus mit am liebsten. Okay, two in a row. Sehr gut. Okay, jetzt bin ich gecrashed. Kann ich ihn noch mitnehmen? Leider hat es nicht gereicht. Und da kann man sich ein bisschen austoben, verschiedene Sachen ausprobieren und ich hätte davon ein Remaster genommen. Ich würde ein Remake in moderner Grafik gerne mitnehmen. Mir gefallen diese Art von Games ein bisschen mehr als die, ich glaube, haben wir auch genug gesehen, weil wenn ich einmal mit Burnout anfange, kann ich sehr schwierig aufhören dann damit. Mir gefällt das auch ein bisschen besser als diese modernere Open-World-Art. Da war ja Burnout Paradise ein bisschen so der Vorreiter, was das Ganze eher in so eine Sandbox in der Open-World gepackt hat, wo man hinfährt und dann auf dem Streckenabschnitt macht ihr jetzt ein Rennen oder drückt ihr euch in die Bande. Da finde ich hier diese einzelnen Aufgaben mit abgesteckten Strecken oder Rundkursen, wo man rumfährt, wie bei Burnout 3, 4, Dominator und sowas am besten. Und das ist auch eins, was sehr, sehr profitiert von der HDisierung. So, ich guck mal, was das nächste Spiel ist, weil ich habe jetzt hier 500 Sachen auf dem Schoß und ich will natürlich nicht durcheinander kommen. Wir gehen mal kurz raus. Exit. So, das nächste, was wir uns anschauen wollen, gehen wir mal das nächste Bild. Ist wahrscheinlich einfacher. Endgame. Haha. Ich habe rumgeschaut, was für verschiedene Spiele wir uns mal anschauen können. Ich wollte mal ein bisschen so in den
in den Genres mal ein bisschen drumherum gehen. Endgame ist ein Lightgun-Shooter. Ne? Dass wir also nicht immer nur ein Action-Adventure, ein Survival-Horror, ein Rennspiel sehen, sondern wie äußert sich das eigentlich mit abgescalter Grafik, neuen Renderings anders. Und Endgame ist ein Lightgun-Shooter, den man aber auch mit Controller spielen kann. Ich muss mal hier kurz gucken. Was der Vorteil bei dem hier ist, ist, dass, ich meine, er hat einen nativen 16:9 Modus. Das heißt also, es muss nicht mit einem Patch was gemacht werden, sondern das Spiel ist von Haus aus auf 16:9 ausgerichtet. Da hat man nicht immer eine Garantie bei PS2-Spielen. Ne? Auch wenn ihr PAL-Games habt, ob es jetzt 60 Hertz oder 50 Hertz ist, der Großteil meiner Sammlung besteht eher aus 60 Hertz-Games, also importiert aus Japan und den USA. Deshalb bin ich in den meisten Fällen in der Darstellungsform fein raus. Aber hier haben wir nochmal den Vorteil, dass wir, muss mal gucken, auf was ich die Steuerung eigentlich gelegt habe, bevor wir hier reingehen. Also Setup Controller 1. Hier mal kurz gucken. Wir haben, nicht den Expert-Mode. Bei dem Expert-Mode muss ich den linken Analogstick in der Richtung gedrückt halten. Nein, ich will lieber den Novice-Mode, dass ich quasi wieder so einen Mauszeiger bewege. Geht hier ein bisschen besser. Okay, so kompliziert ist das nicht. Ja, nach Möglichkeit, wenn ihr natürlich PAL-Games, europäische gekaufte Games habt, bei denen hattet ihr auch nicht eine Garantie, dass da ein 60-Hertz-Modus ist. Machen wir ein bisschen lauter. Das Intro müssen wir uns anhören. Answer. Hey, Tyler. Jade, get out. They're coming for you. Whoa. They're coming for me Tyler, too, slow down. Who's coming? No time. There's a gun behind your fridge. Find it and get it. Tyler! Tyler! Kill the girl. Da ist eine Knarre hinterm Kühlschrank. Los geht's. Eine Sache, die ihr hier gemerkt habt, die Videosequenz gerade war in 4:3 statt in 16:9. Also, da das Spiel, warte mal, ballern. Okay, R1. Time Crisis Style übrigens jetzt hier, in Deckung gehen und den Gegner wegzimmern. Warte mal, wird ein bisschen schwieriger natürlich, wenn ich jetzt hier mit dem Analogstick statt mit einer richtigen Lightgun spielen muss. Ihr habt es bei der Videosequenz gesehen, das Spiel hat einen nativen 16:9 Modus, aber ich habe hier die Einstellung zum Beispiel nicht gemacht, dass der Content komplett in 16:9 gezeigt wird, sondern dass Videosequenzen in 4:3 weiterhin ablaufen. Deshalb hat er mir die Videosequenz, obwohl die eigentlich von der Aspect Ratio in 16:9 gewesen wäre, in 4:3 ausgegeben. Das ist also ein Versäumnis meinerseits. Ich hätte alles auf 16:9 stellen müssen, damit der native Modus da auch greift. Dann hättet ihr auch die Videosequenz in der korrekten Aspect Ratio gesehen. Den Unterschied seht ihr aber zum Beispiel, wenn wir hier im Ingame sind. Wenn wir so nah dran am Sofa hier sind und so, dann merkt ihr schon, okay, die Texturenqualität, da kann man im Nachhinein nicht viel machen, wenn es nicht so ein extra Texturenpack gibt, was Leute gemacht haben. Aber in den meisten Fällen, mit höherer Auflösung, kommt eben die ursprüngliche Qualität ein bisschen besser zur Geltung bei vielen Details und nicht alles ist eben so ein Mischmasch. Ich möchte das Telefon. Oh, schade, ich hätte das Telefon hier noch mehr weghauen müssen. Da sind wir gerade an dem Fenster außen so vorbeigegangen und da hat man auch gesehen, die Außentextur da, da hatten sie sich nicht so groß bemüht. Dafür aber andere Details sehen so ein bisschen besser aus. Hier so die Bettkante oder was auch immer, das Sofakante war eigentlich ganz nice. Was ist das für ein komischer Typ? Und wo tauchen die eigentlich überhaupt alle auf jetzt? Waren die schon immer in meinem Sofa drin? Ich verstehe das nicht ganz. Gehen runter in die U-Bahn hier. Also kann durchaus unterschiedliche Qualitätsgrade der Grafik nochmal nach außen treten, wenn man das jetzt so spielt und sich anschaut. Und das hier soll vielleicht auch ein kleiner Vorgeschmack im besten Fall drauf sein, auf was ich dann in Zukunft machen werde. Da möchte ich die Einrichtung der Hardware nochmal in Ruhe bei mir daheim vornehmen. So, warte mal, ihr mit euren Schilden. Ah, du da oben? Nee, nerv mich nicht. Oh, meine Zeit geht runter. Ah, ich darf mir nicht zu lange Zeit lassen. Ich habe mir vor einiger Zeit, wenn wir schon dabei sind, eine spezielle Lightgun geholt. Also eine Lichtpistole, mit der ich auf den Fernseher schießen kann, um dann nicht mit dem Controller. Oh, die Zeit ist vorbeigegangen und ich stehe da wie ein Schluck Wasser in der Kurve und time is up. Reicht auch mit Endgame. Also ich habe mir eine spezielle Hardware geholt, weil alte Lightguns funktionieren ja nur mit Röhrenfernsehern zusammen, weil so das Spielprinzip oder das technische Prinzip so eingestellt ist. Ich habe eine sogenannte Sinten-Lightgun mir geholt, eine per Crowdfunding finanzierte Spezial-Lightgun, die auch an Flatscreens funktioniert, die man entsprechend mit verschiedenen Sachen einrichten kann. Und da will ich mal ein bisschen rumprobieren und schauen, wie gut die funktioniert und auch schauen, dass viele der Games, die von Lightgun her mäßig interessant sind, immer noch auf dem Index drauf sind. Da will ich euch auch einige Klassiker präsentieren, wenn die mal vom Index runter sind. Also hoffentlich vielleicht dieses Jahr noch, aber ich versuche daran zu arbeiten und euch mehr richtigen Lightgun-Content hier zu zeigen. Gucken wir aufs nächste Bild drauf. Das nächste Game, was ich euch zeigen möchte, ist der
Vergessene Stiefbruder oder so, der Soul Calibur Serie, Soul Calibur 3. Ja, die Leute reden alle über Soul Calibur 1 und 2, dann sind wir in die HD-Ära losgegangen, 4, 5, 6, glaube ich, gab es vor einiger Zeit. Aber was ist mit Soul Calibur 3 eigentlich ein Spiel, was ich mir damals aus Asien importiert hatte? Es war nicht die japanische Version, sondern ich habe die damals, oh Gott, war das Play Asia oder so, einer der Versandhändler hatte die ein bisschen günstiger. Gehen wir ruhig aufs Ingame drauf, da läuft das obligatorische Intro, was hier diesmal übrigens ein Video ist und nicht spielbar, wie bei anderen Namco Games. Habe ich mir damals importiert aus Asien und fand, dass Soul Calibur noch mal ein paar Stufen, was das Gameplay und die grafische Qualität angeht, gerade Soul Calibur skaliert sehr gut hoch, auch im dritten Teil schön funktioniert hat. Und lass mich hier mal kurz checken. Ich meine, dass das Ding hier auch einen nativen 16:9 Modus hatte. Haben wir schon eingestellt, da seht ihr die Unterschiede jetzt hier. Und ja, das ist so ein bisschen das vergessene Spiel eben. Es hatte auch angefangen damit, Story-Modi noch mal ein bisschen auszukleiden. Also hier seht ihr, der Hintergrund ist eine Videosequenz. Da ich die Einstellung habe, ist die Aspect Ratio wieder zurückgesprungen. Sollte ich auch mal hier wieder einstellen, damit das alles in 16:9 dargestellt wird. Hatte ein paar mehr Sachen, die dann gang und gäbe geworden sind, so bei Soul Calibur und so weiter und so fort. Und hier, das zeigt sich auch noch mal in einem ganz anderen Glanz, wenn man es dann selber spielt. So, lass mich mal gucken, was war hier der Story-Mode. Nehmen wir mal Tales of the Souls. Und können verschiedene Charaktere aussuchen. Also die finde ich gerade, wenn man sie in HD hochsetzt, Spiel war von 2006, meine ich. Das habe ich mir 2006 damals geholt. Die sehen hier schon im Auswahlscreen ziemlich gut aus. Natürlich hier jetzt noch kein Save, hier, den ich noch mal aktiviert habe. Ich müsste mal gucken, im Internet gibt es ab und zu auch mal Saves, wo Sachen schon mal freigeschaltet sind, weil ich hätte jetzt nicht unbedingt den großen Bock, alles noch mal komplett freizuschalten in dem Game. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir mal, ah nee, Sophie Thier ist gar nicht mehr. Cassandra, glaube ich, war ihre Tochter, oder? Nehmen wir sie mal. Und Weapon, nehmen wir mal, die beiden haben wir zur Auswahl. Gegen wen kämpfen wir? Okay, Story. Wichtig, aber nicht für uns heute. Wir wollen also einmal spielen. Und das ist auch ein Game, was enorm eben von der hohen Auflösung profitiert. Wir spielen mal eine Runde in der HD-Auflösung und machen dann mal eine Runde in der SD-Auflösung. Auch hier einiges, was an Detailgrad los wird. Da sind keine Texturen-Patches oder sowas drin. Ne? Deshalb seht ihr auch einige Unterschiede. Manche Texturen besser, manche nicht ganz so gut. Ups, greift bitte. So sieht's gut aus. Gegen Revenant. Und ja, also wenn man jetzt nicht genau hinguckt, natürlich, du willst jetzt wahrscheinlich nicht mit einem PS5 oder Xbox Series X-Titel oder sowas dann verwechseln, aber man kann so einem Titel noch mal einiges an Glanz herausholen, indem man das auf HD dann hochgehen lässt. Gerade bei polygonalen Fighting Games. Ich gehe jetzt mal auf die SD-Auflösung zu dem Software-Renderer. Also wir haben eine 1080p Bildausgabe, aber intern wird nur mit der PS2-Auflösung gerendert. Hier können wir uns storymäßig aussehen. Wir wollen Sophie Thier suchen. Da gehen wir also zum nächsten Kampf, so bestimmen wir mal so ein bisschen die Kämpfe. Und hier seht ihr auch gleich den Unterschied. In der SD-Auflösung auf einem Flatscreen, man sieht eben die Kantenbildung, das Flackern. Das hat auch so ein bisschen was für sich, hat so eine gewisse Art von Nostalgie, die damit einhergeht. Aber der Titel, würde ich auch sagen, gefällt mir persönlich besser, wenn du den in HD dir angucken kannst, als in SD. Aber so schlecht schaut er in SD jetzt auch nicht aus. Die Lichteffekte vor allem, das fand ich immer bei Soul Calibur ganz gut. Also ja, seit den Soul Edge-Zeiten auf der PlayStation 1. So, bin ich weggehauen. Ich wechsle mal auch gleich wieder bei der Siegespose in den Renderer. So, jetzt HD, SD, HD, SD. Wieder zurück zu HD. Also ja, da kann man gerne mal ein bisschen rumtesten. Natürlich, wenn ihr eine potentere Grafikkarte habt, komm, einen Kampf können wir doch machen. Eine etwas potentere Grafikkarte habt, müsst ihr auch nicht nur auf 1080p intern stellen. Ihr könnt natürlich auch ein natives 4K-System euch anschauen. Nicht alles schaut eben hochskaliert gut aus. Ja, hier, Unterschiede sieht man stark. Die Figuren, gerade Gesichtsdetails, ganz cool. Auf den Kleidungen sieht man schon, wie manche der Texturen verwaschen sind. Vom Weiten die Location echt cool. Wenn man nah an den Wänden dran ist, merkt man umso mehr, okay, da ist so ein bisschen Wischiwaschi hier mal da. Es hat aber auch einen gewissen Charme. Ne? Spiele waren ja, also wenn sie die für die PS2 gemacht haben, es war ja nie gedacht, oh, Quicktime-Events, komplett vergessen, weil das auch nochmal machen musste.
waren ja bei der Entstehung nicht dazu gedacht, dass jemand tatsächlich die Auflösung mal so hoch dreht. Aber bei manchen Games, wie auch vorhin schon erwähnt, passiert es mit höherer Auflösung, dass man sieht, da war es einfach, die Qualität der Grafik und der Texturen, die da drunter ist, war einfach wirklich eingeschränkt durch die Auflösung, die möglich war. Und die haben gesagt, hey, warum jetzt absichtlich eine schlechtere Textur reinmachen? Okay, und jetzt schlage ich mich wirklich nicht gut. Komm, oh Gott, hat mich weggezwiebelt. Der Sassalabel. But? Nein. Eight. Seven, traurig. Aber auch six, genug. Und sie sagen, five, weil wir müssen es ja hier nicht durchspielen. Einmal Soul Calibur 3. Auch ein Spiel, was von HD-Auflösung echt profitieren kann. Und fand schon fast mit das Beste aussehen, so was wir bis jetzt in der Sendung gesehen haben, wenn man eben oldschool 3D-Fighting-Games sich anschaut. Gucken wir aufs nächste Bild drauf. Nächstes Game, was wir uns anschauen möchten. Da habe ich auch noch mal geschaut, eben verschiedene Genres, die wir ausprobieren wollen. Silphid, The Lost Planet. Silphid ist ein Vertikalshooter gemacht von Treasure, also den Leuten hinter Gunstar Heroes und anderen großen Klassikern. Die hatten auf der PS2 das eines der Sequels aus der Silphid Top-Down-Shooter-Reihe gemacht. Im Original waren die Silphid-Dinger zum Beispiel auf dem Mega-CD. Das hatte vorgerenderte Hintergründe. So dass es nach besserer Grafik aussehen kann, als es eigentlich vorhanden oder möglich war auf dem System. Was auf der PS2 gemacht wurde, ist dieses Game oder zumindest diese Ausgabe von Silphid komplett polygonal zu machen. Und auch hier, so Shooter muss man gucken, die können natürlich profitieren von guter Grafik, gerade weil Silphid so ein Hingucker war. Wollte ich noch mal schauen im Speziellen, wie sieht's denn aus, wenn man hier die Auflösung noch mal hochdrehen kann. Ah, die eine Funktion, die ich euch auch noch mal gezeigt habe, oben rechts in der Ecke drauf achten, seht ihr den Vorspulbutton? Ich spule gerade so ein bisschen vor, also ich kann hier, es war auch relativ praktisch, wenn ich dann, ich hab's mir aufs Touchpad hier draufgelegt, quasi die Vorspulfunktion, kann ich Videos, Ladezeiten und alles noch mal voraushauen. Das ist ganz praktisch eben, gerade bei älteren Games, die hier sowieso schon mal ein bisschen schneller laden, von wegen, okay, vorgespult bis zum Menü, sowieso schon mal schneller laden, weil ich ja direkt von Festplatte gestarte und nicht von DVD oder CD gelesen werden muss. In heutigen Zeiten, wozu muss ich mir noch mal 20 Sekunden mit Ladezeiten hier, wieso muss ich das verbringen, wenn ich es auch vorspulen kann? So, checken wir mal kurz, konnte ich hier bei den Options viel einstellen? Ich glaube, das hatte keine native 16:9, das ist hier also mit dem Patch gemacht. Nicht immer die Widescreen-Patches sind perfekt. Also es gibt manche Games, wo du merkst, da ist nicht genug Material, um dann das 16:9-Bild zu füllen, oder da ist irgendwie so Quatsch und Grafikreste, die dann nochmal auftauchen. Manche der Schriften, die dann in 2D sind, können auch nicht perfekt dann skaliert werden, dass das vielleicht mal ein bisschen breiter ausschaut. So, das Video überspringen wir. Über die Videos haben wir ja auch schon gesprochen. Also so ein bisschen ausloten. Alleine, dass so viele von den Widescreen-Patches vorhanden sind, selbst für Titel, die nicht Widescreen hatten, macht es umso schöner, dass man solche Titel auch vernünftig genießen kann. Also, Silphid in der Ausgabe ist ein polygonales Game. Das heißt, wir können durch die Auflösung einiges erreichen. Gerade hier im Intro unser eigenes Schiff, was hier ankommt. Top-Down-Shooter, während im Hintergrund ganz einiges hier passiert. Finde ich auch, man sieht's an dem Planetenhintergrund, der skaliert nicht ganz so geil hoch. Ne? Planetenhintergrund ist ein bisschen schwieriger, aber sobald wir bei den Gegnern und den Schiffen sind, gerade dieses große Raumschiff im Hintergrund, es hat schon was. Das hat schon was. Ne? Und ja, viele der Vertikalshooter, wenn ich sie dann auch spiele, sind dann weniger aus der Ära, also zu PS2-Zeiten und Dreamcast-Zeiten hat man ja schon angefangen, viele in Sachen Polygone dann mitzunehmen für die Optik, was natürlich profitiert von solch höheren Auflösungen. Ich spiele mehr, wenn überhaupt noch, Vertikalshooter dann eher aus den Mid-90er-Zeiten, also sowas, was auf dem Sega Saturn nochmal umgesetzt wurde. Oder du kriegst auch einiges mittlerweile auf der Nintendo Switch, wo du jetzt eben nicht polygonale Gegner hast, sondern alles noch mit Pixelgrafik gemacht ist und du spektakuläre Pixel-Explosionen und viele Sprites oder sowas hast. Ist so ein bisschen von mir persönlich präferiert. Allerdings, ich habe auch nichts gegen die polygonalen Games. Und viel kommt ja auch in den Bereich. Meine Silphid 2 war nicht ganz so. Ihr seht ja auch, Projektile gibt es hier einige, aber jetzt nicht so überbordend. Ups, da hätte ich nochmal besser aufpassen müssen. Nicht so überbordend wie bei vielen anderen polygonalen Vertikal- oder Horizontal-Shootern, die eher in die Bullet-Hell-Ecke dann gehen. Also es ist hier noch einigermaßen verträglich. Ein Unterschied auch, ihr habt es gemerkt, ich wurde ein paar Mal getroffen, aber ich bin nicht abgekratzt. Das ist also kein One-Hit-Vertikal-Shooter.
sondern der hat eine Energieleiste. Aber ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, hier war es auch so, dass du auch ein Leben hast, womit du dann komplett durch dich arbeiten musst. Also, dass du nicht sofort dann weg bist, aber eben nicht auf dieses klassische Prinzip, oh, da habe ich ein Continue, hier kann ich gucken, dass ich mal meine Waffen wechsle, aber ich habe nicht so viel, glaube ich, an Alternativen zu Beginn des Spieles. Ja, also ein bisschen verzeihlicher, aber trotzdem knallhart, dadurch, dass man, wenn man einmal die Energie weg hat, nicht so viele Optionen hat. Und ich bin ja auch erstaunt, wie gut das hier in HD ausschauen kann. Ich mach mal auf SD runter. Verliert zwar natürlich so ein bisschen, gerade durch den Detailgrad, und man merkt, wie sehr das nochmal flackert. Alleine durch die Kantenbildung und die schnellen Bewegungen, die wir hier haben. Also, es sieht noch ganz okay aus, aber ich fand hier auch, der HD-Look hat dem hier auch so ein bisschen besser gestanden. Wenn ihr die PC-HD-Folge geschaut habt, da gab es ja auch viel Zuspruch nochmal unter dem Video in den Comments, wo ihr auch gesagt habt, hey, diese Spiele, das hat so was ganz Eigenes, ne? Auch wenn es nicht gedacht war, dass man es eben in solchen riesigen Auflösungen sieht und das Quellmaterial in Anführungsstrichen nicht gut genug ist. Es ist so ein Stilding. Ne? Gerade wie früher PlayStation 1 Optik. Ich habe auch so ein bisschen was über für Low-Poly PS1 Look. Muss nicht immer in HD sein und ist natürlich auch so ein Ding, wenn man noch einen guten Röhrenfernseher hat mit entsprechend vernünftigen Anschlusskabeln, ein schönes SCART-RGB-Kabel mit der originalen PS2, ist natürlich schon ziemlich geil, wenn man sich's dann so geben kann. Vor allem, weil die eben nicht so kantig dann ausschauen, weil der Röhrenfernseher ja auch nochmal einiges von der SD-Auflösung besser verarbeiten kann als jetzt so Röhrenfernseher. Aber wenn man es hier so spielt, hab jetzt mal wieder auf HD gestellt. Seht ihr auch oben in der Ecke, der Renderer wird da auch nochmal vermerkt. Ja, ist es verträglicher, wenn man die Games so heutzutage zocken möchte und capturen möchte. Capturing ist auch etwas, ne? Also wenn ihr streamt oder wenn ihr sowas aufnehmen wollt. Ich habe mir damals zu frühen Game One-Zeiten, wir auch noch viel mit SD-Konsolen hantieren mussten. Und wenn du mal so ein Ausgegraben aufgenommen hast oder klug geschissen oder was wir immer für Sachen wir hatten, schließ mal ein Super Nintendo an und nimm dort den 256x224 Sachen auf mit dem Composite-Kabel. Mit alten Capture-Karten, die A, sehr teuer waren und B, in SD-Auflösung einfach auch kein gutes Videomaterial geliefert haben. Oder mit der Nintendo Wii, was auch sehr schlimm. Ich habe das komplette Skyward Sword damals gecaptured, 2011 oder 2010, 2011, als es rausgekommen ist. Und ja, hatte einerseits, glaube ich, irgendwie 70, 80 Gigabyte auf meiner Festplatte voll, weil die Codecs damals nicht besser waren von den Capture-Karten. Hatte eine spezielle Fernseh-Capture-Karte mit extra Adaptern an der Wii dran, um über Composite oder Component, glaube ich, hatte potenziell sogar noch, das aufzunehmen. Aber mit der Auflösung 640x360 oder so in Widescreen oder wie auch immer, boah, mach mal ein Video dann da draus, trotz der nativen Aufzeichnung, und das sieht nicht so geil aus. Wenn du sowas hier mit einem 1080p-Signal anliefern kannst, ein YouTube-Video draus machst, hier bei uns im Stream hier, ist das persönlich, also dadurch, dass du so wenig Verlust und Schwund hast mit den modernen Möglichkeiten der höheren Auflösung, funktioniert das für mich besser. Trotz des ganzen Gelabers bin ich nicht abgekratzt, sondern hab den ersten Level geschafft. Finde ich sehr, sehr gut. Da sollten wir auch rausgehen, bevor es schlimmer für mich abläuft. War mal ein Beispiel dafür, wie so ein Vertikalshooter aussehen kann. So ein paar Games haben wir noch. Gucken wir aufs nächste drauf. Und das nächste, was wir uns anschauen, ist Bujingai. Gott, was für ein Name. Bujingai ist ein Third-Person-Action-Adventure. Und vielleicht erkennen einige den Herrn, der da hervorlugt hinter dem Schwert. Das ist nämlich der japanische Sänger und die Personality Gackt. G-A-C-K-T. Wie nackt, aber mit G. Aber für manche könnte er auch nackt sein, weil er so sexy ist und sich die Leute den angucken wollen. Ganz gerne. Und Bujingai, also Gackt hat man durchaus auch mal, ich weiß nicht, ob er Crisis Core zuletzt noch mal gespielt hat im Update, was gekommen ist, aber Crisis Core, der Charakter Genesis zum Beispiel, basiert auch auf Gackt, also dem Musiker, der sehr berühmt und bekannt gewesen ist, wahrscheinlich immer noch in Japan, aber der auch in die Popkultur anderweitig als Musik dann übergeschwappt ist, und der hat seinen Konterfei zum Beispiel dafür den Charakter Genesis bereitgestellt. Oder in Sachen Bujingai ist er der Akteur für den Hauptdarsteller hier. Das ist so ein Game, das hatte ich mal vorgestellt vor vielen Jahren in der Folge Retro Club, wo es um Endzeit-Games ging, weil es so ein bisschen Endzeit-Styling hat, ein einsamer Schwertkämpfer, der sich gegen Dämonen und andere Sachen dann erwehrt. Und also ich hätte alternativ auch sowas wie Devil May Cry und so weiter nehmen können, aber ich fand, das war so ein bisschen abgedroschen. Wir haben so oft Devil May Cry schon mal gezeigt. Bujingai ein bisschen weniger, und es ist auch ein Spiel, was enormst profitiert tatsächlich davon. Ich spule mal kurz die Videos vor.
dass wir hier. Oh, und da sehen wir hier schon die Intro-Sequenz hier. Die zerstörten Gebäude in der Endzeit. Da sind die Gegner in ihrer kantigen Schönheit. Auch ein Spiel, was sehr gut in 16:9 auf 1080p hochskaliert ist. Hier sieht's echt aus wie so ein Anfang 2000er PC-Spiel fast. Aber da kommt er, gackt. Er ist nicht nackt, sondern er hat ein Schwert in der Hand, sogar zwei von denen. Und hier sieht man, die Grafik, also die Framerate wird gehalten, die Grafik vernünftig hochskaliert, die Aspect Ratio sieht hier gut aus und gackt es bereit, um zu schnetzeln und zu hauen. Ich gehe mal kurz auf die SD-Auflösung. Da seht ihr, so hat es mit der Standardauflösung ausgesehen, wenn wir einen SD-Renderer benutzen. Und ja, kann man sich vorstellen, wenn man Bujinkai damals nicht gespielt hat. Rumgehen, rumslashen, solche Games gab es viele zu der damaligen Ära. Viel von Devil May Cry inspiriert und anderweitigen Spielen. Noch in den Zeiten, es müsste noch vor Bayonetta gewesen sein, meine ich, als es rausgekommen ist. Oder war es danach? Hat sich ja so ein bisschen überschnitten, PS2 mit 360. Ich gehe mal jetzt auf die HD-Grafik drauf, machen wir den Schleier mal weg. Und können uns mal hier alles genehmigen, wie gut das aussieht. So, wo haben wir hier? Super Special für dich. Und auch sowas macht mir in HD-Optik doch noch mal einen kleinen Tacken mehr Spaß. Wir können mal hier kurz an die, wir gehen mal an die Wand ran. Oh, da seht ihr zum Beispiel die Textur, die Häuserwandtextur da unten zu seinen Beinen. Da merkt man, ne, die Limitation zu dem, was dann in Texturen dann abgespeichert wird. Wir gehen mal auf SD. Wird ein bisschen mehr kaschiert, aber allgemein, wenn man mal gesehen hat, wie niedrig die Auflösung da hinten ist. Normalerweise sollte man ja nicht da hingehen, sondern man ist hier und kämpft und guckt auf die Grafikeffekte. Dann sieht es doch einigermaßen gut aus. Da weit weg. Klettern wir mal kurz hoch. Und jetzt geht's ab hier. Jetzt kommt die Musik. Und das ist das Intro. Wir lassen es noch mal ein bisschen weiter laufen, weil es natürlich so hochqualitativ hier ist. Das war erst sozusagen das Preview, bevor man ins eigentliche Spiel reingeht. Ein bisschen ein Gefühl für Gackt bekommen. Wie nackt, nur mit G am Anfang, in der Rolle des Lao Wong. Ja, so kann man solchen Games, wenn es nicht eine offizielle HD-Fassung gibt, wie wir es eingangs gesehen haben, die PS2-Games auf der PS4, oder wir haben von ein paar PS2-Games ja auch HD-Collections bekommen. Devil May Cry in dem Zusammenhang hier erwähnt, das hatte ja seine HD-Era-Collection auf der PS3 ursprünglich gehabt, ist mittlerweile ja auch auf anderen Plattformen gelandet. Ich habe Devil May Cry 1 zum Beispiel auch nochmal auf der Switch geholt. Sowas wie Onimusha, was mit vorgerenderten Hintergründen gearbeitet hat, wo du ein bisschen weniger als rein polygonale Games mit einer hohen Auflösung dann rausholen kannst. Oh, was sie. Okay, da habe ich jetzt nicht dran, habe ich nicht dran gedacht, dass er mein Gameplay nimmt, um quasi hier dieses Intro darzustellen. Sondern ich dachte, der zeigt ein bisschen was und jetzt sehen wir einen coolen Zusammenschnitt, wie er an der Wand steht. Habe ich gar nicht bedacht jetzt hier. Aber so diese ganzen verschiedenen Punkte, wenn es eben nicht eine eigene Variante gibt, hat man hier häufig die Möglichkeit, ich könnte jetzt meine PS2 Devil May Cry nehmen und in der Form spielen, das reicht auch richtig weiter, müssen wir im Bujinkai jetzt nicht unbedingt reingehen. Kann man es ein bisschen so ausloten und austesten, je nachdem, wie es funktioniert. Und ich bin mal so, ich könnte sagen, ey, ich könnte auch meine PS3 anschmeißen, weil da habe ich die Devil May Cry HD Collection installiert. Aber die gibt, glaube ich, dann auch. Gibt sie mit 1080p aus oder nur 720p? Oder spiele ich das dann entsprechend eher mit PCSX2 am Rechner, wo ich nochmal diese ganzen Zusatzfeatures mit Quick Save, Quick Load, mit Vorspulen von den Ladezeiten habe? Muss man ausloten, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat. Gucken wir aufs nächste Bild drauf. Was haben wir noch in der Show? Und, einmal ein RPG, weil da kann ich aus meiner Haut nicht raus. Und das ist der Großteil meiner Sammlung immer noch, Rollenspiele. Auch im PS2-Bereich habe ich einiges. Und ein Spiel oder eine Serie, die ich gerne immer wieder mal empfehle und euch zeigen möchte, ist Wild Arms. Hier der fünfte Teil, rausgekommen zum 10-jährigen Jubiläum. Viele Leute vergessen gerne, dass es auch ein Wild Arms 4 und 5 gegeben hat. 1, 2 waren auf der PS1 gewesen und Teil 3 gab es auch als PS4, PS2 auf PS4 HD-Ausgabe. Hier merkt ihr, seht ihr ein bisschen so ein paar kleine Problemchen. Ich habe es auf intern 16:9 gestellt. Das Spiel hat keinen internen 16:9 Modus. Aber wird jetzt durch die Patches hier abgedatet. Die Überblendung am Anfang hat nicht dazu ausgereicht, das schwarze Bild, um quasi den Rand noch abzudecken. Also so Artefakte können immer wieder mal entstehen. Geh mal kurz auf die SD-Auflösung. Hier sieht man auch die Unterschiede ganz gut. Der Hauptcharakter des Spieles, der hier in SD-Auflösung rumläuft. Wild Arms Games, mal wieder auf HD drauf. Wild Arms Games sind rundbasierte RPGs mit einem Wildwest-Thema.
ja, die auf verschiedene Arten dann mit so ein bisschen verdorrte Endzeitwelt gemischt sind und sehr viel Anime-Styling. Teil 4 und Teil 5 kamen noch auf der PS2 raus. Teil 5 war zum 10-jährigen Jubiläum damals eben gewesen, das originale Wild Arms 1 noch in der vor Final Fantasy 7 Zeit rausgekommen, einer meiner persönlichen Favoriten. Und das hier habe ich auch schon seit 500 Jahren in der Sammlung. Warte mal, ich muss mal gucken, habe ich, ich glaube, ich habe einen Quicksave gemacht. Da ist ein Quicksave, okay. Springen wir mal vor. Wo sind wir da hingegangen? Okay, jetzt habe ich, ich habe in der Cutscene gesaved. Direkt im Intro jetzt hier. Ich spule mal kurz vor. Kann ich das überspringen? Okay, wir spulen mal vor und ich quatsch mal so ein bisschen dann drüber. Weil die Videosequenz hier ist natürlich auch etwas, was hier als Videosequenz auf der DVD dann drauf gewesen ist. Da kann die HD-Ausgabe hier nicht greifen. Ich habe mal hier in die HD-Version reingespielt. Eins der Spiele, die ich seit Ewigkeiten in der Sammlung habe. Ich habe damals nicht die Zeit gehabt, mich dem Spiel so zu widmen wie den anderen Wild Arms Games. Und das ist für mich jetzt wieder auch eine Gelegenheit, jetzt schön upgedatet mit modernerer Optik, das mir jetzt hier über PCSX2 vernünftig zu genehmigen. Habe ich wieder so ein bisschen Bock drauf bekommen. Wild Arms Games, auch der 5. Teil, sind rundenbasierte RPGs. Hier sind wir schon ein bisschen weiter in der Story drin. Und ein paar Unterschiede. Ich bin hier gerade auf der Oberwelt. Ihr merkt, auf der Oberwelt ist das Spiel in 30 FPS. Ich gehe mal kurz wieder in das Dorf rein, was zum Start des Spiels ist. Innerorts, kann man sagen, ob in Dungeons oder kleineren Locations, schaltet die Framerate auf 60 FPS. Was ziemlich cool ist. Frage mich, warum das jetzt nicht gehalten werden konnte in dann der Oberwelt. Vielleicht ist die einfach mit zu viel Location ausgestattet, aber das ist etwas, was man durch den Emulator hier nicht dann wegbekommt. Wenn ihr in Locations drin seid, und hier seht ihr zum Beispiel, wo mein Hauptcharakter durch verschiedene Türen hin kann, in kleine Häuser rein, mit Leuten interagieren, alles auch eben mit einem Widescreen-Patch ausgestattet, weil grundsätzlich hat das kein 16:9. Man merkt es vielleicht an den Textboxen ein bisschen. Ihr seht, gefühlt, die Texte sind ein bisschen breit und die Auflösung, da kann man auch so ein bisschen dran drehen, dass man nochmal das Upscaling von Text und anderen Sachen, die eh ja nur in einer niedrigen Auflösung vorhanden sind, ob man das vielleicht nochmal ein bisschen besser hinkriegt. Ich habe jetzt hier nicht viel mehr gemacht, außer die interne Auflösung hochzudrehen. Und da fand ich auch, Wild Arms 5 ist einer der Titel, die tatsächlich erstaunlich profitieren von dem Update. All die Titel, die ich euch heute gezeigt habe, wir gehen mal raus, weil ich auch ein bisschen kämpfen möchte. Weil ich das mal zeigen möchte. Oder das war hier nicht raus. Das ist hier die Anne. Wo ging es denn hier raus nochmal im Dorf? Jetzt habe ich mich schon verlaufen. Ich glaube, unten muss ich dann hin. So, da bin ich zurückgekommen. All die Sachen, die ich euch hier heute gezeigt habe, ich habe herumprobiert und was wären denn vernünftige Showcases, um mal verschiedene Genres zu zeigen, verschiedene Arten des Upscaling. Wir haben uns primär mit 3D-Grafik natürlich beschäftigt, weil das durchaus Sinn ergibt, wenn wir HD draus machen wollen. Wenn ihr ein komplettes pixelbasiertes Game habt, natürlich kann da jetzt nicht eine schönere Grafik automatisch gezeichnet werden. Da sind noch keine KI-Routinen und andere Geschichten drin in PCSX2, die da benutzt werden können. Vielleicht ist es ja in Zukunft für internes Upscaling von 2D-Hintergründen. Da würde ich aber persönlich sagen, ich weiß nicht, ob mir das so sehr gefällt, mit irgendwelchen KI-Filtern alles nochmal höher gemacht. Bei Polygon-Grafik funktioniert sowas gut mit höherer Auflösung, weil ja durch die Grundart der Darstellung diese Games auch so da gedacht sind und man tatsächlich einiges mit solchen vergleichsweise geringeren Mitteln rausholen kann. Bei Pixeloptik, das sieht einfach dann entweder verwaschen oder unscharf oder anders aus und das ist bei der PS2 dann sehr, sehr ähnlich. Kurz zum Kampfsystem. Kampfsystem ist auf verschiedenen Hexfeldern hier basiert. Charaktere als auch Gegner werden verteilt am Anfang des Kampfes auf Hexfelder, die miteinander zusammenhängen. Und ihr seht meine Party, das sind die drei Figuren, die ich hier habe. Gegner habe ich hier sowohl diese komische Eule als auch diese Gesichtsgeister, wie auch immer, die hier sind. Und ich kann mir hier taktisch dann aussuchen, ich kann benachbarte Felder angreifen, ich kann mit meinen Charakteren herumlaufen oder ich kann welche sogar in die Zange nehmen und manche der Felder haben Sondereffekte. So, wir waren also bei ihr hier. Ich würde mich einmal bewegen wollen. Ich kann zum Beispiel auf ein Feld mit einem anderen Charakter drauf und so können wir von Koop-Effekten profitieren, aber Gegner können uns auch gleichzeitig angreifen. Ich kann jetzt hier entweder die hier vorne, ich meine den hier auch angreifen, weil ich habe hier eine Schusswaffe, probiere ich es mal. Nee, kann ich doch nicht, also kann ich nur das angrenzende Feld. Manche Waffen haben auch unterschiedliche Reichweiten.
Dadurch, dass zwei Gegner auf dem Feld standen, konnte ich die beide gleichzeitig angreifen. Jetzt ist der Gegner dran. Wir sehen oben die Reihenfolge, wie sie aufgelegt ist. Ich nehme mal den Standardangriff. Jetzt würde ich auch beide treffen, meine ich. Einen haben wir weggehauen und die Eule ist auch noch dran. Ich bewege mich mal mit ihr hier. Und dadurch, dass ich auf solchen Feldern hier stehe, kommt noch mal ein Zusatzeffekt hinzu. Also ist alles typisch. Jedes RPG braucht sein eigenes System, wie es solche Sachen umsetzt. Und hier haben sie sich das ausgedacht. Das Hexfeld-Ding, meine ich, gab es auch schon in Teil 4. Und da gab es dieses Strategie-RPG-Spin-off Wild Arms XF. Gott, diese komischen Buchstaben. XF müsste es gewesen sein auf der PSP damals noch. Und ja, auch ein Titel, der doch wirklich einigermaßen profitiert davon. Gerade bei Oldschool-RPGs, auch wenn ich eben so ein Oldschool-RPG-Mensch bin, ich merke heutzutage, oh, sehr hohe Encounter-Rates, teilweise lange Ladezeiten dazwischen, oder die Kämpfe haben keine Speed-Up-Funktion, dass ich mir lange Animationen manchmal anschauen muss. Auch da ist dann entsprechend die Vorspultaste gedacht. Jetzt gehe ich hier gerade relativ langsam durch die Oberwelt. Ihr seht auch, wie manche der Detail gerade bei den Bäumen ab und zu reinploppen. Wird natürlich umso sichtbarer. Ich könnte jetzt hier auch die Bewegung meines Charakters, wenn es keine Lauffunktion gibt, einfach mit ihm vorspulen, das In-Game, und dann entsprechend schneller durch die Gegend kommen. Machen wir den Kampf nochmal hier kurz fertig, damit ich die Vorspulfunktion ausloten kann. So, kann ich mit dir angreifen? Ne, mit ihr sollte ich, glaube ich, gehen. Hier hin. Und wir greifen die da hinten an. Relativ am Anfang habe ich hier noch nicht so viel an Specials freigeschaltet. Ich meine, dass ich hier auch noch gegen zu bestimmten Punkten aktivieren meine Charaktere nochmal so Special-Attacken. Aber ich habe jetzt nicht so die großen Magie-Dinger. Ich könnte ein Item einwenden. Aber ich habe hier hauptsächlich nur Heilkram. Greifen wir an. So, dann sollten wir alle drei erwischen. Und haben alle drei weggehauen. Was relativ praktisch war. Level up sogar. Oh, da glaube ich, sollte ich meinen Spielstand gleich abspeichern, weil nochmal den Level up machen. Brauche ich nicht unbedingt. Hier auf der Oberwelt will ich nochmal kurz aufpassen mit Vorsprung, weil auch die Encounter-Rate damit höher wird. Aber wenn ich jetzt die Vorspultaste gedrückt habe, ihr seht, mein Charakter läuft schneller. Also kann ich so auch Laufwege mir ab und zu mal sparen, wenn ich nicht es möchte. Oh, und das hier wäre der erste Dungeon gewesen. Jetzt halte ich auch die Vorspultaste gerade gedrückt. Also wenn mein Charakter mir zu langsam läuft im Normalen, kann ich auch hier dann die schnellere Ausgabe machen. Wechseln wir nochmal auf SD kurz. Oh Mann, ey. Also auf HD-Fernsehen mit dem SD ist das nicht so mega cool. Na? Was? Schau ich alleine an. Ja, ist nicht die perfekte Repräsentation von solchen Spielen, ne? Mit der ganzen Kantigkeit und der Unschärfe. Da ist das doch einigermaßen schicker, was einfach durch deinen internen Resolution-Bump dann hier passiert. Und 16:9, 60 FPS, halbwegs anschaubare Texturen und schön gepfiffene Musik. Kann man ja auch mal machen. Okay, das ist hier der erste Dungeon. Ich spule hier nochmal auch ein bisschen weiter vor. Ich meine, hier waren keine Encounter mehr. Wie war das? Slide. Oder Shoot. Genau, dann kann ich das hier runter. Und dann kann ich hier hochspringen. Natürlich muss man bei Wild Arms auch Rätsel lösen. Vielleicht ist das ja das nächste Oldschool-RPG, was ich zocken werde. Als ob ich nicht 5000 andere Sachen hätte, die ich gerne spielen wollen würde. Doch, ganz kurz, ich mache nochmal auf die SD-Auflösung. Das macht schon ein bisschen Fun, das mal auszuprobieren. Einiges an Unterschied. Ihr könnt gerne, während hier sich die Grafik nochmal dreht und Regie kann gerne weggehen vom In-Game, da sanft mit der Drehung aus dem HD hier raus. Ihr könnt euch selber mal in den Comments darüber auslassen. Was denkt ihr darüber? Sehen so PS2-Spiele, wenn man sie jetzt künstlich, das ist ja nicht offiziell angedacht von den Spielen, in HD aufbauscht, sehen sie besser aus? Ist es etwas, was den Spielen nochmal neues Leben gibt? Oder würdet ihr sagen, hey, lass uns auf SD-Auflösung bleiben, lass uns gucken, ob wir das vielleicht nur mit Röhrenfernseher machen, weil dafür waren sie auch gedacht. Ich persönlich, da ich immer gerne mich in Technik ausprobiere und verschiedene Sachen auslote, ich denke, mit der Form kann man diesen Spielen noch mal ein bisschen mehr neues Leben geben und die Spiele für sich sprechen lassen, dass sie nicht hinter diesem Standard-Grafikschleier sind. Nicht alles profitiert davon, aber in den meisten Fällen bin ich persönlich eigentlich ganz zufrieden, wie es hier in HD und auch mit höherer Auflösung und in 16:9 ausschauen kann. Aber dafür sehen ihr die Comments da. Ansonsten, ihr habt schon gesehen, supporten und Daumen hoch. Genau, da ist der Supporters Club noch mal. Danke an alle, die uns unterstützen, dass solche Formate wie das hier möglich werden. Und danke an alle, die es in Zukunft
Zukunft noch machen werden. Und ich hoffe, auch beim nächsten Mal wieder dabei sein zu können. Da werden wir wieder ein bisschen was in Richtung PS2 haben, wobei es ein anderes Thema ist. Aber wenn wir schon uns mit PS2 beschäftigt haben, lass uns doch mal ein bisschen in der Ära bleiben. Was genau es ist, könnt ihr nächste Woche schauen. Ich war der Gregor, ich sage Tschüss.